Hallo meine Lieben, hier ist Mario, der alte Sack von Holzton TV. Ich begrüße euch recht herzlich zu einer neuen Ausgabe von Skyrim, eine lange Reise, und wünsche euch wie immer viel Spaß. Hallo meine Lieben, herzlich willkommen, Folge 347 von Skyrim, eine lange Reise. Herzlich willkommen. Hier ist der Mario. Oh. Hier ist der Mario, der alte Sack von Holzton TV. Und wie immer wünsche ich gute Unterhaltung und viel Spaß. Wir sind unterwegs in Angarwunde und suchen den angeblich hier vorhandenen Schatz. Und kämpfen uns in dessen Richtung vor. Herkules ist am Kämpfen, oder was? Schon schön raus gemacht, der Kleine. Ah, darum. Den Gegner gefunden. So, dass Sie sehen, wie viel Gitter da. Oder Pfähle von unten hochkommen könnten, hätten kommen können. Ich werde euch vernichten. So. Immer noch nicht. Wie viele sind denn hier? Ist ja Wahnsinn. Action ohne Ende, wa? Ach, da ist er wieder. Tja. Armer Herkules heißt ja nur immer noch nicht Herkules. Aber irgendwie habe ich auch die Schnauze voll, das andere rundum zu benennen. Dann bleibt er im Wolf. Wir wissen ja, dass es Herkules ist. Aber reichlich Todesfürsten, hä? Ach ne, das ist meine Geißel. Siehst du, wenn man schon mal sagt. Aber da ist einer. Ich wollte schon sagen, wenn man schon mal sagt. Auf anspruchsvolle Gegner anspricht, dass dann auf einmal nur schwächere Level vorhanden sind. Ah, guck mal da. Platsch, kannst du wieder hinlegen. Jawohl. Platsch. Schatz, mein kleines Hundchen. Er hat noch eine Hose an. Ist es tiefer gelegt? Klatsch. Da kann ich nicht mehr schießen, das bringt dir ja nichts.
schaden wir nur unserem eigenen Wolf. Und das wollen wir ja nicht. Ja, Schweine habt. Wollte gerade zurückbringen. Reichlich, ey. Abgeschlossen. Und wo ist ja noch eine verschlossene Tür zwischen? Klong. Jetzt haben wir die Seite. Jetzt haben wir die Seite dann auch fertig. Nichts Besonderes da. Seiten offen. Endlich gehört der Schatz mir. Endlich gehört der Schatz dir. Ey, teilen hast du gesagt. Du hast gesagt, du willst teilen. Dann haben wir gesagt, okay, wir helfen. Kein Schlüssel mehr? Warum entfernt? Alle Türen offen? Okay. Das ist lustig. Auf große Berge und sowas, da kommst du leichter hin als eben an die Truhe. So, dann bleibst du eben da stehen. Dann habe ich Pech gehabt. Und noch tiefer. Wo ist denn unsere Questgeberin? Wo ist sie denn geblieben? Scheint doch den Schatz schon gefunden zu haben, oder nicht? Aber wo ist er denn? Die ist uns doch... Dann hätte sie doch hier irgendwo rumliegen müssen eigentlich, selbst wenn sie es nicht geschafft hätte. Das ist der Schatz. Die Truhe, der Schatz. Keine Ahnung, wo die jetzt ist, aber... Ich suche sie auch nicht. So viel Zeit habe ich gar nicht. So viel Zeit habe ich nicht. Nee, die ist nicht da. Gut. Dann rauschen wir wieder ab hier. So, die müssen wir auch noch. Das können wir machen, aber die Markierung sollte uns erstmal wieder rausbringen. Okay, hier ist ja noch, das kann ich mir sogar merken. Einfach geradeaus jetzt. Das ist nur so, dann braucht man da nicht rumkraxeln.
Ja, dann ist er doch nicht reich geworden. War sie ja so von überzeugt. Da war sie so von überzeugt, dass er reich wird. Aber wenn sie natürlich Zeit nicht abwarten kann und einfach vorrennt, dann ist sie ja mal selber schuld, oder? So, wir schaffen den Bogen. Machen wir, können wir ja gleich machen. Können wir direkt dahin. Zwar unser Questbuch mal ein bisschen leer. Es ist ein schöner Tag, wenn ihr in der Nähe seid. Hey, oh. 25 NPC-Plätze übrig. Ja, so viel brauchen wir ja gar nicht. 5 plus Wolf. Oder 5 inklusive Wolf. Das wird wunderbar. Ja, okay. Dann ist ja schön. Ich gebe euch Deckung. Jo. Es ist schön, euch wiederzusehen, Freund. Meine Kampfgefährtin, was braucht ihr? Ich suche einen Bogen. Weißt du gar nicht, wo der ist, ne? Aber ist ja nicht schlimm. Man kann ja nicht alles wissen. Ich weiß auch nicht alles. Ach ja, Jungs, Mädchens. Weitgelaufen, scheiße. Oh, an der Tür dran vorbeigelaufen. Wie geht es euch noch? Wo hat er denn gestanden? Ja, ist egal. Wo lang? Es ist keine verschlossene Tür mehr zwischen. Labyrinth einfallen lassen hier, ey. Schon interessant, wir waren ja schon mal hier, aber... Da! Okay. Okay, da drinne versteckt. Ich weiß gar nicht, ist die Truhe immer da oder ist sie jetzt erst da seit der Quest? Ich vermute mal seit der Quest, weil sonst wäre sie ja schon leer gewesen, denn hier waren wir ja schon. Wahnsinn, oder? Was war das? Messer? Ja. Was? Buch? Ja. Die Verrückte? Eimer. Ja. Die macht ein Och. Die macht ein Och irre, oder? Darin Hefe, die geht weg. Geht weg. Ach, das ist eine. Geht weg. Das ist eine Taube. Hilfe! Was, Hilfe? Mögen euch die Götter verdammt. Das Okay. Warum hat die uns angegriffen? Ich dachte, die waren nur taub und nicht blöd. Warum macht sie denn sowas? Das ist ja. Nee, den Eimer, da will ich gar nicht wissen, was da drin ist. Nee, den Eimer nehme ich nicht. So, wo geht's hier hin? Hallo? Kommt her, kommt her, kommt her, kommt her! Ja, okay, ich bin ja schon fast da. Ich werde heute Abend gut essen, mein Schatz. Wollen wir weiter. Oh. So. Boah, ich werde gut essen heute Abend.
Bin ich ein Snack oder was? Ist der auch erledigt? Ein bisschen aufgeräumt hier. Ein bisschen aufgeräumt. Ich gebe euch Deckung. Ja. So, dann weiß ich noch nicht, wo lang. Ach nee, das ist ja. Das war doch hier. Hier hat doch. Esbern hat doch hier gewohnt. Da geht's ja nicht weiter. Ich bin direkt hinter euch. Ich merk schon. Hier. Da geht's runter. Müssen wir da runter? Da runter. Mal sehen, ob unser Hellsehen was nützt. Aber wieso ist die denn zu? Haben wir die nicht schon aufgemacht? Die schon mal aufgemacht? Wer hat die denn wieder abgeschlossen? Wenn Hellsehen funktioniert, ist es ja schön. Aha, jetzt sind wir wieder. Sind wir vorhin schon falsch abgebogen, hä? Weil da waren wir ja schon. Da waren wir eben schon lange mal. Wahnsinn. Jetzt immer im Kreis rum und dann hoch. Ja. Links. Wieder links. Da hängen die Dinger her. So, und jetzt weiß ich schon wieder nicht mehr. Mädchens. Schön euch zu sehen, Mädchen. Wie geht's? Devin, mein Guter. Dann hat sich schon was geändert hier. Oh, das sieht doch am anders aus, oder? Das sieht sauber aus jetzt. Im Gegensatz zu früher, glaube ich, ne? Da aufgeräumt er. Okay, da noch nicht. Aber nicht da lang. In die Nischen ziehen ja nach und nach, glaube ich, noch Händler ein, wenn. Hey Tom, ihr solltet Fenkel nicht mehr tun. Ja. Wovon redet ihr? Na gut, hat sich also schon ein bisschen verändert das Aussehen. Aber richtig wird das ja erst, wenn wir Aufträge für die Diebesgilde erledigen würden. Ich mache jemand mich aus dem helfen. Staub. Was ist los? Hier ist immer Action. Rüften ist immer Action, ey. Kurzstreckenwaffe. Ich halte mich da. Ich auch. Aber wovon? Oder wobei halten wir uns raus? Das ist nur bloß kein Diebe, oder was? Sonst schreien sie noch immer Diebe. Da knäuelt er euch aber. Was ist hier los? Hä? Euer Kopf gehört mir! Tötet sie! Boah. Tötet sie! Nur bloß zwei. Boah, ey. Ist das schon alles? Wer kämpft denn hier? Ich hasse dich so eine Wache. Warum kämpft denn der? Das verstehe ich aber nicht. Ich denke, die Wache ist die Wache und dann. Und wieso kämpfen die Kaiserlichen, die auch hier sitzen? Als Stone TV Skyrim.
das etwas andere Let's Play.